BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Das Zollernalbklinikum geht neue Wege in der Chirurgie, denn der künftige Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie ist eigentlich am UKT in Tübingen angestellt. Andrej Mihaljewitsch wird mindestens einmal pro Woche nach Balingen kommen. Vertreten wird er dort vom leitenden Oberarzt Jonas Johannik, der zu diesem Zweck ganz von Tübingen nach Balingen wechselt. Das sind die beiden Neuen in Balingen. Sichtlich gut gelaunt präsentierten sie sich vor dem Eingang des Zollernalbklinikums. Zuvor hatten sie auf einer Pressekonferenz erklärt, wie die Kooperation aussehen soll und vor allem, was auf die Patienten zukommt. Für die Patienten würde das bedeuten, unabhängig davon, ob sie in Albstadt in die Klinik kommen oder in Tübingen oder in Balingen, unabhängig davon kriegen sie hoffentlich die optimale chirurgische Versorgung. Und wir würden uns so gemeinsam als Team absprechen, dass die Patienten jeweils dort ihre Chirurgie und ihre Behandlung bekommen, wo das indiziert ist und notwendig ist. Heißt also, es kann sein, dass ein Patient Teile seiner Behandlung in Tübingen und andere Teile in Albstadt oder Balingen bekommt. Während Andrej Mihaljewitsch einmal pro Woche nach Balingen kommt, ist sein Stellvertreter Jonas Johannik immer dort. Der Austausch zwischen UKT und Zollernalbklinikum laufe über gemeinsame Besprechungen, aber auch direkte Telefonate. Und da ist der große Vorteil, dass wir zwar zwei Teams sind, aber zusammengehören und dann wir auch immer direkt auf die entsprechenden richtigen Ansprechpartner zurückgreifen können. Ein Grund für die Zusammenarbeit mit Tübingen sei Zukunftsentwicklung, sagt der Vorsitzende Geschäftsführer Gerhard Hinger. Es gehe darum, die angemessenen Antworten auf die Veränderungen im Gesundheitswesen zu finden. Wir haben ja schon immer in Versorgungsstufen gedacht. Wir sind Grund- und Regelversorger. Wir haben die universitäre Medizin vorm Haus. Und wenn wir nun Breites verbinden können, dann entsteht dadurch ein Mehrwert für die Patienten, eben auch bessere Zugänglichkeit zur universitären Medizin, aber auch wohnortnahe Versorgung weiterhin bei uns im Zollernalbklinikum. Losgehen soll das Ganze am 1. Oktober. Dann treten Andrej Mihaljewitsch und Jonas Johannik ihren Dienst an. Bauministerin Nicole Razzavi zeichnete am Dienstag 9 Projekte mit dem Staatspreis Baukultur Baden-Württemberg 2024 aus. 18 weitere Projekte erhielten Anerkennungen. Dieses Jahr stand der Preis unter dem Motto Umbaukultur. Aufgeteilt in 9 Kategorien sind die Preisträger und Anerkennungen in einem mehrstufigen Auswahlverfahren und durch eine Jury ermittelt worden. Der Staatspreis soll zum Weiterdenken und Entwickeln neuer Lösungen für bauliche Herausforderungen anregen. Äffle und Pferdle gibt es jetzt auch in Tübingen. Direkt am Lustnauer Tor befindet sich die neue Fußgängerampel mit den beiden schwäbischen Kultfiguren. Und so soll sie funktionieren. Bei Rot ein stehendes Äffle und bei Grün ein gehendes Pferdle. So können sich Passanten bestmöglich orientieren. Der SWR ist der Hauptverantwortliche für den Bau der neuen Ampel zusammen mit der Stadt Tübingen. Die Kosten der Äffle- und Pferdle-Ampel betragen rund 1.500 Euro. Seit den 60er Jahren sind Äffle und Pferdle Kultfiguren im Schwabenland. Ein lauter Knall und eine Druckwelle haben am frühen Mittwochmorgen in Deizisau im Bereich Bach-Wiesenweg-Tulpenweg zum Einsatz mehrerer Streifenwagen und eines Polizeihubschraubers geführt. Eine Streifenwagenbesatzung, die in anderer Sache in der Nähe unterwegs war, hörte um kurz vor 4 Uhr einen Knall und kurz darauf eine Autoalarmanlage. Bei den sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnten lediglich die Reste eines Böllers gefunden werden. Ein Zusammenhang mit häuslichen Streitigkeiten, die zuvor aus dem dortigen Bereich gemeldet wurden, wird derzeit geprüft. Soweit die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Thank you.